Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4 und wir sind wieder bei den Murphys, aber diesmal bei anderen und zwar bei, ich glaube, ich habe sogar den Nachnamen verändert, bei, nee, doch, die heißen alle Murphy. Ich dachte, wir hätten den Nachnamen von Riley übernommen, aber egal, denn die beiden sind wieder aus den Flitterwochen zurück. So, zack, 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 es ist nämlich ziemlich spät in der Nacht und ja, da hat sich aber jemand ganz besonders drauf gefreut, dass die wieder da sind. Worüber reden wir denn? Keine Ahnung. Bitten, Sterne gucken, können wir nicht einfach fragen, reden, Quatsch? Und da steht er direkt wieder auf. Aber macht dann dafür das Fernseher aus. Oh, wie süß, einmal schön umarmen, das habe ich nicht ausgewählt. Aber egal. Und wie war's? Was habt ihr gesehen? Und warum habt ihr mich nicht mitgenommen? Und wer jammert und jault eigentlich die ganze Zeit? Oh, da ist jemand hungrig, oder? Ängstlich. Ängstlich. Warum bist du ängstlich? Und was ist mit dir? Auch ängstlich. Oh Gott. Ich habe zwei total verängstigte Katzen zu Hause. Hä? Ach, das ist das Katzenklo, das das Geräusch gemacht hat. Oh mein Gott, ich habe mich jetzt echt voll erschrocken. Ich hoffe, man hört es nicht im Hintergrund. Irgendein Tablet klingelt gerade. So ein Mist, so ein Käse. Hör auf damit, Tablet. Ja, typisch Aufnahme. Und super. Oliver hat nichts Besseres zu tun, als Computer zu spielen. Kaum, wenn er nach Hause gekommen ist. Seine arme Tochter ist die ganze Zeit allein zu Hause geblieben. Und Oliver spielt einfach Computer und sagt nicht Hallo. Was soll ich da noch zu sagen? Nee, geh doch von meinem Bett runter. Ich muss jetzt schlafen, Felix. Wir sollten mal hier das Radio ausmachen. Es ist echt viel Stress und sehr laut hier in dem Haushalt der beiden Männer. Ah, kann ich eigentlich Katzentricks beigeben? Tierpflege. Kann Katzen keine Tricks beigeben? Das ist doch irgendwie unrealistisch, oder nicht? Und die Hochzeitstorte ist immer noch ausgezeichnet. Wow. Ich glaube, ich werde sie aber trotzdem ein bisschen aufräumen. Und hier mal ein bisschen klar Schiff machen in der Bude. Ich glaube, das war noch der Geburtstagskuchen. Stimmt, den hatten wir ja auch noch zu feiern. Dann mache ich mal hier die Luftballons weg. Und habe, glaube ich, jetzt so ein bisschen überall aufgeräumt. Ich muss, glaube ich, die Dachterrasse mal ein bisschen verändern. Irgendwie sieht das doch ein bisschen ganz komisch aus. Naja, wie dem auch sei. Wer kommt denn da raus? Irgendeine Katze wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen. Nein, es ist Riley, der da gerade aus dem Zimmer von der lieben Lea kommt. Ich und Namen. Ich und Namen. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Ich muss aber sagen, dass mir diese Wohnung immer noch sehr gut gefällt. Es muss ja nicht jeder in einem Haus wohnen. Und die beiden Männer sind, glaube ich, relativ fit. Kommen total erholt aus dem Urlaub, was will man da sagen. Und ja, wir werden an Sammler verkaufen. Ich glaube, Riley sollte sich jetzt mal ein bisschen so einen Zahn zulegen mit seiner Malerei- und Fotografiekarriere und kann sich da mal ein bisschen austoben. Und ich glaube, du bist sogar Maler. Riley hat keinen Job. Eigentlich könnten wir für ihn ja doch den Job der Malerei einschlagen. Einfach mal just for fun, weil warum auch nicht? Lea ist ja jetzt auch kein Kleinkind mehr. Das heißt, wir brauchen keine Betreuung als wie damals, als sie ja noch ein ganz kleines Kleinkind und Baby war. Da musste ja immer jemand zu Hause sein. Aber jetzt, wo Lea ja erwachsen genug ist, kann Riley endlich die Karriere einschlagen. Er war ja quasi in der Zwischenzeit, wo man sich um Lea kümmern musste, ja noch sozusagen der Hauspapi, Hausmann. Ah, schön. Ich habe viel zu wenig Zeit mit Riley hier in seinem Atelier verbracht. Und ich habe vor, dieses Atelier, ja, voll mit Rileys Künsten voll zu laden und zu behängen.
Ich glaube, das käme ganz geil, wenn man hier überall die selbstgemalten Bilderchen von ihm aufstellen würde. Und er hat ja schon Malerei Level 6, also das muss man ja auch dazu sagen. In der Zwischenzeit geht Oliver ins Bett, denn für ihn steht ja auch noch ein wichtiger Arbeitstag an. Er muss sich ja jetzt auch um seine Tierklinik kümmern. Und ich habe echt Probleme mit meiner Kamerafahrt. Was soll das denn? So. Und, warum bist denn du wach? Nein, geh wieder ins Bettchen. Schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Und hier fehlt etwas. Ah, ich weiß, warum das fehlt. Weil hier eine Party gefeiert wurde, oder? Kann das sein? Habe ich das hier? Ja, das habe ich hier gelassen. Ich habe das, quasi einfach hier hingetan und... Oh! Dinge, die wir verkaufen können und das habe ich auch schon. Warum habe ich das denn im Inventar? Mikrowelle könnten wir auch noch irgendwo aufstellen, aber ich glaube, dafür ist kaum mehr Platz. Also Mikrowelle könnte man hier vielleicht noch aufstellen, aber komm, weg damit. Und Teekocher auch und... Hochzeitssäule mit Blumenkorb. Ich glaube, das haben wir bekommen, weil wir ja die Hochzeit damals als Event gefeiert haben. Aber das weg damit, das brauche ich nicht. Und die Festtagskerzen brauche ich auch nicht mehr. Und den Stuhl, komm, vier reichen. So, dann haben wir das jetzt mal ein bisschen aufgeräumt. Jetzt ist hier wieder ein schöner Fernsehtisch vorm Fernseh und... Da schläft die Chloe. Komischerweise, die Tiernamen kann ich noch alle merken. Das ist, ich sollte mir Sorgen machen. Die Tiernamen, die kann ich alle noch auswendig und die Namen meiner Sims, die vergesse ich. Du bist so eine süße Katze, weißt du das? Du bist so putzig. Hä? Warum schläfst du nicht? Habe ich da was verpasst? Ist da ein Geist irgendwie unterm Bett? Er maunzt. Er maunzt. Oh, da ist jemand kokett und rollig und eigentlich bereit, kleine Katzenbabys in die Welt zu setzen. Aber später in einem anderen, also in einem anderen Haushalt vielleicht, dass ich da mal sage, okay, komm, wir machen da eine kleine Katzenzucht auf, anstatt Kinder kriegen, aber Kinder und Katzen. Also Katzenbabys, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu viel auf einmal. Zumindest möchte ich das nicht in so einer Wohnung hier machen. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu eng. Und da geht der Nächste ins Bett. Hast du denn was Schönes gemalt? Das sieht geil aus. Hey, komm, das hänge ich auf. Das hänge ich auf. Eigentlich müsste Riley dann auch... Wir müssen für Riley mal so einen Laden kaufen, wo er dann seine selbstgemalten Bilder nicht nur ausstellen, sondern auch verkaufen kann. Das wäre ziemlich cool, oder? So, jetzt der Nächste, der nicht ins Bett will. Immer wieder dieselben Geschichten. Hopp. Hopp, hopp. Badabadam. Und dann warten wir schön bis zum Morgengrauen, bis die Sonne wieder aufgeht und... Ich habe verschiedene Dinge noch vor. Also ich habe vor, dass wir die Tierarztpraxis von Riley ändern und verbessern. Er kriegt eine etwas größere Praxis. Ich hatte ursprünglich gedacht, okay, komm, wir machen das wirklich so, dass wir nicht cheaten und die Sims sich das selbst erarbeiten müssen. Aber ich habe dann Angst, dass das Let's Play recht eintönig werden könnte, weil man dann wirklich nur am Arbeiten und am Rackern ist. Und ich mag es eigentlich sehr gerne zwischen den Sims durchzuwechseln, mal die Familie zu spielen, mal jene Familie zu spielen. Und da ist es natürlich dann sehr schwierig, so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Hier, ein bisschen weiter hier. Es ist dann ein bisschen schwierig, so eine Regelmäßigkeit reinzubringen und dann wirklich auch dran zu bleiben, dass die Sims ordentlich Knete verdienen. Das heißt, ich würde am liebsten einfach nochmal was bauen, eine größere Tierarztpraxis, auch wenn wir dafür Geld cheaten müssten. Und die käme dann an den Pier. Das fände ich ziemlich geil, halt wirklich sehr urban und im Zentrum der Stadt dann quasi die Tierarztpraxis machen. Ich glaube, das würde sehr gut passen.
Und Riley könnte dann ganz einfach, Quatsch, Oliver könnte dann ganz einfach zur Arbeit laufen. Und was ich auf jeden Fall auch noch vorhab, ich möchte hier auch noch mal so eine richtig schöne Strandbar, Pierbar machen und bauen. Das gefällt mir auch noch nicht so ganz. Und das haben wir noch gar nicht richtig ausgekostet und ausgereizt. Und ich glaube, man kann da richtig geil feiern. Vor allen Dingen als Teenager. Ich möchte da so eine richtig geile, abgeranzte Hütte hinstellen mit einem Kicker und allem drum und dran, wie sich das gehört. Und da so eine richtig schöne Bar reinpfeffern. Das fände ich auf jeden Fall sehr cool. Was? Gerade eben war nichts. Seltsames Spiel. Ja. Und solange niemand kommt und mir Dinge wegnimmt, muss ich mir hoffentlich keine Sorgen machen. Das Einzige, womit ich nicht so viel anfangen kann, ist der Bereich hier. Ja, so ein VIP-Swimmingpool-Gedöns. Irgendwie gefällt mir das gar nicht. Auch so das Drumherum. Es sieht zwar schön aus, aber es passt nicht so ins ländliche Leben hinein. Da finde ich die Ecke sehr viel schöner. Und wie gesagt, ich hatte mir gedacht, dann hier einfach so eine Tierarztpraxis reinzubauen, die dann halt auch richtig schön urban aussieht, auch passend hier zu dem Haus, in dem die Murphys hier drin wohnen. Und ich kann die Zeit ja ein bisschen schneller vorbeilaufen lassen. Ja, und das waren so meine Gedanken. Also ich werde hier noch ein bisschen was bauen nebenbei und ja, die Murphys übernehmen dann irgendwie Schlag auf Schlag die Kontrolle über Brindleton Bay. Und dann kann die Tierarztpraxis, nämlich die ich dann da hinten habe, wegkommen und dann können da nochmal Häuser hin, damit die Sims dort wohnen können. Ein paar neue Leute, ein paar neue Sims. Fände ich ganz cool. Die Tierarztpraxis am Pier. Ich weiß nicht, wo habt ihr denn eure Tierarztpraxis untergebracht? Würde mich mal interessieren. So, wer ist denn da wach und wer macht denn da Stress? Lea ist schon wach und isst Spaghetti zum Frühstück. Ja, lass es dir schmecken, du. Das ist ja herrlich. Ja, das ist natürlich eine ungünstige Position fürs Schlafzimmer, wenn man aufsteht, eine volle Blase hat und erstmal die Treppe runter muss. Ich glaube, ich würde da jeden Morgen regelmäßig die Treppe runterfallen. Das wäre für mich überhaupt nicht gut. Also ich bin froh, dass ich in der Wohnung wohne, wo alles auf einer Etage ist, weil ich sehr tollpatschig bin und ja, ich will gar nicht ausführen, wie tollpatschig ich bin. Du hast den hier jetzt auch bald gegessen? Ich glaube, die Katzen, das sind so Tiere, die sind wirklich sehr, sehr selbstständig, oder? Also, ich finde, Hunde, die brauchen ein bisschen mehr den Kontakt zu den Sims und auch ein bisschen mehr Pflege und ein bisschen mehr. Ich glaube, da muss jemand gebadet werden, sehe ich gerade. Die brauchen einfach auch ein bisschen mehr Kontakt zu den Sims. Und die Katzen hier bei Sims 4, die nehme ich wirklich jetzt sehr selbstständig wahr. Und apropos Selbstständigkeit, da muss, glaube ich, auch jemand Hausaufgaben noch machen, bevor es zur Schule geht. Und ja, Oliver nimmt sich sein Speck und sein, nee, Quatsch, Eier und Toast. Auch sehr, sehr geil. Herzhaft frühstücken ist auf jeden Fall eine geile Sache. Und das kannst du hier so richtig schön sitzen machen. Das ist schön. Und da hinten dann die neue Tierarztpraxis. Ich glaube, das wäre richtig geil. Richtig, richtig geil. Stelle ich mir zumindest vor. Wann muss eigentlich Riley zur Arbeit? Ich habe ihm ja jetzt eine neue Arbeit verpasst und er darf da in 3 Stunden hin und soll aber noch ein Gemälde anfertigen. Das können wir doch mit Sicherheit schaffen. Rückenschmerzen von der Matratze. Ich glaube, wir bleiben noch mal bei den realistischen, surrealistischen Gemälden. Die fand ich ganz cool. Meine beiden Herren, die haben echt ein Problem mit dem Rücken. Also zumindest für Oliver könnten wir da Abhilfe schaffen, weil er müsste ja eigentlich nur in seine Tierarztpraxis gehen und das können wir auch mal aussetzen. Und wir können ja für Oliver einen so richtig schönen Wellness-Tag einrichten. Um jetzt mal nicht unverschämt sein zu wollen, während Lea und Riley da zur Arbeit müssen. Machen wir einfach mal. Oh, da ist eine Maus. Habe ich ja da hingebaut, das Mauseloch. Ja, wow, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Oh, schön.
Sau niedlich. Unterbrech deine Tochter doch nicht bei deinen Hausaufgaben. Mensch. Was habe ich denn heute für komische Kamerafahrten? Lektion zimperlich. Oliver ist ein zimperlicher Sim. Zimperliche Sims wird es schlecht von schleimigen, ekelhaften Dingen. Deswegen war auch eine Flitterwochen im Dschungel genau das Richtige für Oliver. Ich glaube, er ist mit am glücklichsten, wieder zu Hause zu sein. Wohingegen Riley den Urlaub locker hätte verlängern wollen. Noch ein ganzes Stückchen. Was war das? Bäh, eklig. Weil verdorbenes Essen weggeräumt hat. Pfui, das ist echt unangenehm. Ja, was willst du, eine Haushaltshilfe haben oder so? Lea hat ihre Hausaufgaben für heute beendet. Oh, und wisst ihr was? Ich freue mich so auf die neuen Jahreszeiten. Tierobsession. Felix, wovon bist du denn fasziniert? Von einem Katzenklo. Apropos Katzenklo. Und so weiter und so fort. Waschmaschine. Das fällt mir ja gerade ein. Meine Sims haben noch gar keine Waschmaschine. Die beiden hier. Oh Gott. Das sollte sich eigentlich ändern, ne? Wo haue ich die hin? Ich habe den Raum hier maximal gut genutzt, stelle ich fest. Also es ist ein wenig schwierig, da jetzt noch eine Waschmaschine hinzuballern. So, hier. So ein doppeltes Ding vielleicht? Das Katzenklo woanders hin, aber wo? Das ist hier die Frage. Vielleicht nach draußen. Aber dann regnet es und dann werden sie nass und dann werden sie ungemütlich. Würde ich zumindest werden. Im Badezimmer passt das schon halt ziemlich gut hin, aber ich habe hier kaum Platz mehr. Das ist echt doof. Mal das so und so und so. So. Ein bisschen versteckt. Und dann ein ganz, wie soll ich das sagen, minimalistisches Bad. Muss ja auch mal sein. Und kriegen dann direkt so eine schöne Lampe, Quatsch, einen schönen Spiegel. Und. So. Dann ist hier immer noch Platz für ein Katzenklo. Jetzt können hier aber Sachen gewaschen werden. Ist das weiß oder ist das grau? Das ist weiß. Warum sieht denn das so grau aus? Seltsam. Vielleicht sollte ich da doch noch mal ein bisschen mehr Beleuchtung reinhauen in dieses Badezimmer. Machen wir das mal. Vielleicht. Etwas in der Richtung. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Unzufrieden. Naja, so ganz geil sieht das Badezimmer jetzt nicht aus. Aber Hauptsache, man kann so Sachen, Wäsche waschen und so. Ich stehe halt auf Realismus. Ich weiß nicht, kann man eigentlich so eine Waschsalon machen? Oh, du bist fertig. An Kunstgalerie verkaufen. Ist das ein Meisterwerk gewesen? Keine Ahnung. Aber wir haben jetzt die Aufgaben abgeschlossen und du solltest nochmal auf die Toilette und dann geht's auch bald zur Arbeit für Riley. Zum ersten Mal, seit Lea da ist, geht Riley jetzt wieder zur Arbeit und wir reisen mal mit Oliver. Und Hannah.
Und wir lassen uns massieren. Ich glaube, wir gönnen uns so einen kleinen Wellness-Pflegetag. Ein Wellness-Center selbst habe ich in Brindleton Bay nicht. Also die Nachbarschaften sind halt doch so klein, dass du nicht alles unterbringen kannst in einer Nachbarschaft und in einer Welt. Einerseits ein bisschen doof und schade, auf der anderen Seite, ja mei, so schlimm ist es jetzt auch nicht, weil man kommt doch ziemlich einfach zwischen den Welten hin und her. Vielleicht sollte ich mal hier auch noch so ein Wellness Center reinbauen. Ich glaube, das wäre eine Idee. Das sieht ein bisschen, also, ich weiß nicht, Windenburg ist so deutsch. Ich habe den Eindruck, das ist halt meilenweit entfernt von Brindleton Bay. Aber egal, wir reisen da jetzt einfach mal hin und lassen uns eine wunderschöne Rückenmassage verpassen. Warum auch nicht? So, los da rein mit euch zwei. Oh mein Gott, ist das laut. Stimmt, dieses Gebäude ist sehr, sehr laut. Das liegt daran, dass ich hier alles ganz viel vollgeklatscht habe mit diesen Radiodingern. Und die scheinen sich gegenseitig übertrumpfen zu wollen. Ich werde mir jetzt mal ein paar Sachen entfernen, bevor ich hier einen Hörsturz bekomme. Ist hier unten nichts? Wer ist denn das? Ach, guck mal, das ist unsere neue Nachbarin, die wir erstellt haben. Und die eingezogen ist gegenüber von der Familie. Ich hasse ja Fehler. Da schleichen sich Fehler rein in mein Wellness Center. Das finde ich nicht gut. Und hatte ich nicht zwischendurch ein anderes Wellness Center? Seltsam, seltsam. So. Da reicht eigentlich auch ein Lautsprecher an der Wand und das reicht. Und hier reicht auch ein Lautsprecher. Sonst kriegt man ja echt hier Ohrenkrebs. So, hier ist noch einer und hier ist eine Theke, wo man sich Frischgetränke holen kann. Und hier Fußmassage, ein Schaumbad. Da reicht auch ein Lautsprecher. Ich muss das mal ein bisschen dezenter hier einsetzen. Und zack. Und hier sind jetzt zwei Lautsprecher drin. Komm, da machen wir es so. Einer hier oben und der kann weg. Und der kann weg. Und dann würde ich sagen, eine Massage erhalten. Eine Tiefenmassage. Steht da irgendeine schwedische Massage? Steinmassage. Wir lassen uns eine Wir lassen uns eine Steinmassage geben. Markus. Hallo, ich habe solche Rückenschmerzen. Mein Bett ist einfach steinhart. Ich brauche eine Massage. Für 300 Tacken. Guck mal, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Gott. Oh, da gehen sie alle hoch. Keine Ahnung, was Hannah gerade macht. Die scheint anderes vorzuhaben. Wir gehen einfach nur direkt hoch zur Massage und haben Hannah halt zwar gerade mit eingeladen, aber die scheint ganz andere Pläne zu haben. Über den Dächern von Windenburg. Schön. Oh mein Gott. Oh Gott. Wie peinlich ist das denn? Das ist halt so typisch. Da liegt man total entspannt. Peinlich, peinlich, peinlich. Peinlich, peinlich, peinlich. Ach Gottchen, schön. Das kam unerwartet. Ach, das ist ein Dach. Deswegen, ich dachte schon, das wäre ein Pixelfehler, dass ich hier nur die Hälfte von dem Fenster sehe. Aber nein, das ist nur das Dach. Na, ja, bist du eingeschlafen? Soll ich mal gucken gehen? Ich dachte, ich will doch nur gucken, ob der eingeschlafen ist. Mist, ich komme da gar nicht runter. Und der scheint eingeschlafen. Oh Gott, ist das gruselig. Was machst du da?
Die Zeit geht weiter. Aber, ja. Riley wird zu Tode massiert. Hannah ist jemand, der gerade hier auf einem ganz anderen Trichter ist. Scheiß auf Entspannung und Massage. Wir gehen in den Yogakurs und beobachten Hannah ein bisschen. Die eigentlich Sport ein bisschen gebrauchen kann. Nach zwei Schwangerschaften. Aber hier scheint alles eingefroren zu sein. Was soll das? Das ist irgendwie gruselig. Ich habe hier lauter Statisten in meinem Spiel. Oh nein! Kannst du aufstehen? Ich glaube... ich glaube, da ist hier gerade irgendwie so ein bisschen was eingestürzt in meinem Spiel. Nein! Warum? Warum gibt es hier kein... Die Decke ist auch der Himmel. Ja. Irgendwie ist es gerade ein bisschen komisch. Vielleicht gehe ich mal in den Baumodus und fixe zumindest das Problem mit der Decke. Das ist ein bisschen seltsam. Ich habe tatsächlich keine Decke hier drin. So. Jetzt gehen wir wieder rein ins Spiel. Funktioniert das dann? Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, die Steinmassage war verbuggt. Können wir denn hier bei dem Yoga teilnehmen? Alle sind irgendwie eingefroren oder bewegen sich. Das ist gruselig. Das ist echt gruselig. Aber wer weiß, ich war halt schon ewig nicht mehr in diesem Fitnesscenter. Ob da Dinge hier buggy sein können mit der Zeit oder ob ich da irgendwie einen Gegenstand drin habt, der nicht so ganz will und funktioniert. Es tut mir übrigens leid, wenn ich mit der Maus ein bisschen ausrutsche. So, hier, los geht's. Alle vollständig. Hallo? In 30 Minuten, gerade eben, beginnt ein Energiezentrierungs-Yoga-Kurs. Wenn du teilnehmen möchtest, geh zum Yogalehrer und sage ihm Bescheid. Ja, ich möchte teilnehmen und wann sind die 30 Minuten vorbei? Irgendwie will hier nichts, ne? Das finde ich sehr, sehr schade. Oh Mann, was ist das schon wieder für eine Folge? Ah. So, jetzt müssten gleich die 30 Minuten spätestens vorbei sein. Ach, das ist doch furchtbar hier. Warum? 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 Ich verstehe das nicht. Also, ich glaube, ich werde da mal ein bisschen, ach ja, mich an die Arbeit machen, hier und da ein paar Änderungen vornehmen. Vermutlich auch nochmal meine Downloads ein bisschen minimieren. Ich muss eh ein bisschen aussortieren, weil ich ja ordentlich was rausnehmen muss, wenn ich das neue Erweiterungspack starte. Ich hoffe, so Deko und so wird jetzt nicht allzu relevant sein. Ich habe jetzt nicht sonderlich viele Gegenstände, die, glaube ich, vom Wetter abhängig sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich mich mal im Hintergrund dran machen und mich an einer neuen Tierklinik für Riley versuchen. Und dann werden wir mal seine Tierklinik so ein bisschen auf Vordermann bringen. Weil da waren wir auch ein bisschen nachlässig. Beziehungsweise ich war da ein bisschen nachlässig. Ihr habt da wenig mit zu tun. Sondern ich habe sehr unregelmäßig Sims gespielt. Und natürlich jetzt die letzten paar Tage und Monate gar nicht. Sieht einfach alles so geil aus. Also ich muss schon sagen, die Welten in Sims 4, die gefallen mir. Und das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Und damit beende ich jetzt einfach mal die Folge und sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir doch mal, ob ihr das mit der Tierklinik auch eine gute Idee findet, wenn wir die an den Hafen platzieren. Und ja, dann würde ich sagen, setze ich mich mal ans Basteln und melde mich
Hoffentlich mit einer neuen Tierklinik wieder. Bis dann. Ciao.